Komm zurück zu den Devotion. Es sind zwei. Wo wir noch. Ich mich nicht mehr erinnern, dass sie mich vielleicht gewonnen haben. Warum spricht mein Schal immer noch? Ich dachte, ich hätte das mit dem Ton gerade gelöst. Achso, das ist wahrscheinlich Overhead, wa? Machen wir das mal leise. Jetzt. Aha! Okay, gut, das gefällt mir besser. So, kleine Foliante kann ich hier. Achso, ich kann jetzt die Chinesen. Muhaha. Ich könnte doch sogar so ran, oder? Ich denke mal, ich komme aus dem Feld hier nicht raus, oder? Oder? Doch. Okay. Das uralte Buch darf ich übrigens nicht nehmen. Warte mal, kann ich hier. Was habt ihr vor? Warte mal, gibt es hier nicht immer noch diesen. Ach, das Logbuch gibt es auch noch. Warte mal, das müssen wir mal kurz hier. Das Logbuch ist mir wichtig, weil gerade für so eine kleine Dialoge. Kann ich nicht mehrere Sachen machen? Doch. Hier schleichen erfolgreich, schleichen wir hinter und Dialoge. Das sind hier. Da ist so mit Gegenständen. So, Bob. Genau, das ist auch wichtig. So, warte mal. Dann nehme ich hier unseren Chatlog, dann können wir es noch nachlesen. Das gefällt mir. So, ich würde übrigens gerne dieses kleine Buch hier klauen. So, Verbrechensschauplatz. Einfach wie Mord und Diebstahl, das ist ein Verbrechensschauplatz. Auch wenn es kein Zeuge gibt, kann dieser Schauplatz wieder entdeckt und untersucht werden. Ah ja. Gut, das Buch werde ich aber anscheinend so klauen können. Gutes Buch. Der Quellenkönig behauptet, dass keine Magie zu abscheulich ist. Selbst die, mit der man die Quelle in einer Person blockieren oder sogar entfernen kann. Ich erfreue mich an seinen Wahnsinn. Es ist eine Einladung, all jene zu manipulieren, die wir einst für unabänderlich gehalten haben. Er liefert mal alle Arten von Testpersonen für Experimente. Nach von dem Text wird eine Reihe von Hexereien und Materialien angeführt, die man benötigt, um eine Quelle verstummen zu lassen. Einige dieser Objekte sind mit schwarzer Tinte eingekreist und enthalten folgende Anmerkungen. Helm, Halsring, Maske. Ich kann das Buch nicht herschieben, ich getestet. Also das Ding ist, im ersten Teil, also wahrscheinlich der zukünftige Teil, konnten wir ja zaubern, ohne Quelle zu benutzen. Also man kann auch anscheinend auch so zaubern, ne? Vergiss da, wait, hat das? Hey, stehen geblieben. Aufgrund von Diebstählen letzter Zeit muss ich eure Hauptsächlichkeit nach Diebesgut durchsuchen. Versuchen sich aus dieser zu. Ach, verdammt! Das meinen die also mit Schauplatz. Rausreden. Überzeugungseignis kannst du versuchen, deinen Gesprächspartner zu überzeugen. Abhängig von deinen Antworten werden deine Werte und deine Überzeugungsfähigkeit mit der deines Gesprächspartners verglichen. Wer die höhere Überzeugungsfähigkeit hat, gewinnt. Mensch. So, Gedächtnis 11. Spöttisch anmerken, dass du nur beschuldigt wirst, weil du eine Elfe bist. Ob das funktioniert? Verdammt, überreden fehlgeschlagen. Nu, ich habe keine Geduld für Lügen. Glaubt ihr, ich falle auf eure Unsinnsgeschichte rein, dafür werdet ihr bezahlen. Oh, ich sehe schon, das, sie zieht ihre Waffe und blickt finster rein. Kevin DaVinci, das sind so rundenbasiert, Mensch. Ach, glaube, das war nicht vorgesehen. Das war gleich am Anfang. Wollte, dass sie einen direkt angreifen, statt erstmal das Zeug abzunehmen. Oh, das sieht aber schon mal episch aus, sonst ruckelt es mir das nicht. Was ist da hier? Also irgendwie bin ich von dem Schaden, den das gerade gemacht hat, nicht überzeugt. Was? Böder hat auch ein Selbstverhaltungstrieb wie ein Lemming? Das läuft, ne? Oh, ich bin schockiert. Und betäubt. Ich hätte vielleicht das Buch nicht klauen sollen, sondern nur lesen. Habe ich ein Autosave? Habe ich, zum Glück. Das wäre witzig gewesen. Schön die Charakter erstellt und alles und kein Savegame gehabt, weil man direkt beim ersten Diebstahl erwischt wurde. Okay, also ich muss mich immer, ich muss also abhauen, sobald ich irgendwas geklaut habe. Okay, das hat es also mit diesen Verbrechens... Grinsender Schädel? Nicht gerade gesprächig, was? Okay, das ist, gut, dass ich das jetzt weiß. Das hat sich übrigens jetzt schon gelohnt, Telekinese zu leveln. Tja, sag mal, das ist... Das Feuerball kann ich ja nur einmal. Das macht 7 bis 8 Feuerschaden. Im ersten Teil war der Feuerball tatsächlich noch mächtig. Ah, ihr seid auf. Ja, der Halsring stellt dich genau zu passen. Ansehnliche Arbeit, wenn ich anmerken darf. Ihr hattet vorher nicht den komischen Ring? So. Ist doch nicht zu eng, oder? Der Halsring, meine ich. Aber keine Sorge, jeder Hund muss sich erst an seine Leine gewöhnen. Eure nächste Anlaufpunkt ist 1, weil Magister William. Jeder Passagier muss in der Passagierliste des Schiffs registriert werden und er ist für die Bürokratie zuständig. Ihr findet auf der anderen Seite des Decks eine Öffnung, Offiziersquartieren. Na, großartig. Ich kann mich ja nichts mehr erinnern, großartig. Gelehrter Hund, das ist ja von uns auch... Sagt, dass er in einem Schiff von den Schiffen tot was hattest. Aber du bist nicht tot, oder? Das mit dem Mystiker sollte ich lieber lassen, oder? Du ziehst vergebens an den Ding um deinen Hals, um zu erfahren, verlangen, warum sie deine Herzen verstammt. Ja, das wäre schön. Gelehrter. Warum? Weil wir auf See sind, natürlich. Und zwar seit Tagen. Index fingers pressed to her lips. She pauses a moment to give you a scrutinizing gander. Okay, ich muss den allgemeinen der Erzähler auch noch ausmachen. Achso, es gibt einen Erzähler. Tipp mir Zeigefinger auf die Lippen, hält sie innen, um dich eingehen zu mustern. Meine Güte, ihr seid aber auch wirklich durcheinander, was? Vielleicht war ich zu großzügig mit dem Beruhigungsmittel. Oh, ihr werdet bald wieder bei klarem Verstand sein. Wahrscheinlich.
irgendwann. Fürs Erste braucht ihr nur zu wissen, dass wir auf dem Weg zur Freudenfeste sind. Toll. Zauberskill mit deinen Inwerten, der Wert, den du bei der Zauberkategorie hast. Achso. Es wartet ein neues Leben. Und wenn ihr ein besonders gutes Mädchen seid, vielleicht sogar die Heilung. Das Ende der Quelle. Ein für alle Mal. Sie ist vergebens an den Dingen, um deinen Hals zu erfahren, warum dir ein Herzring verpasst wurde. Nun, um meines Seelensfriedens willen natürlich. Warum versucht ihr nicht ein paar Quellenzauber zu wirken? Ihr werdet sehen, was geschieht. Du erinnerst dich an die große Macht, die sie in dir angestaut hat und dir zu Gebote stand, bevor du gefangen genommen wurdest. Entfessel sie. Currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain into the earth. Also wir können nicht zaubern. Also zumindest die Quellenmagie funktioniert nicht. Also wir können... Was ist denn hier? Also man, gut. Man dünnt die 1 kommt man auch mit ihnen handeln. Das komme ich jetzt wieder raus. Da. Tja, das funktioniert wohl nicht. Nein, sieh ich das eine diese konzentrierte Mine an. So viel Wille und doch kein Erfolg. Da habt ihr es. Das ist der Halsring. Er neutralisiert euch sozusagen. Ihr könnt keine Quellenmagie wirken. Um eures Seelenfriedens willen und der Seelenfrieden der ganzen Welt. Verschwinde. Okay, gut. Der Halsring, ne? Großartig. Das finde ich aber nicht gut. Ich glaube, den Erzähler machen wir dann auch mal aus. Der scheint ja doch irgendwie recht nervig zu sein. Das erste Spiel, was ich mir seit 3 Jahren gegönnt habe, echt. Das war der Tagebuch gelesen. Achso, jetzt habe ich den natürlich den anderen Spaß hier schon gelesen. Ich bin durch einmal. Mein Halsring hindert mich daran, starke Quellenmagie zu verwenden. Der Magister glaubt, dass ich keine Gefahr für die anderen darstelle. Ich bin also Quellenmagier, so. Die Frage ist, ob das wirklich bei den Göttern hier hat es einen Mord gegeben. Ja, keiner der Zeichen der Spuren eines Kampfes. Magister Marre? Eine junge Magistrin steht still und bleich da. An ihrer Waffenhand werden die Knöchel weiß, als du vorbeigehst. Hinter dem Magister liegt eine blutige Masse. Ein paar Extremitäten zeigen in unnatürliche Richtungen. Du findest im Chaos kein Gesicht. Es vermeiden, den Raum zu blicken, Mensch ist schockend, Blutschnitt, den nicht übel und dich umblicken und fragen, was passiert ist. Naja, ja, sowas dann. Es hat einen Mord gegeben. Einer von euresgleichen hat einen Quellenmagier umgebracht. Euer Glück, dass ihr zu dieser Zeit euren Halsring bekommen habt, sonst wärt ihr ebenso verdächtig wie die anderen. Oh. Waters untersucht die Sache. Sie wird herausfinden, wer es getan hat. Das tut sie immer. Fragen, kann ich den Toten? Er ist ein kleines Schiff. Sein Name war Finn. Komischer Vogel. Sah aus, als hätte er etwas gesehen, das er lieber nicht gesehen hätte, bevor er herkam. Wir werden herausfinden, wer es getan hat. So oder so. Ja. Hat das Buch übrigens nebenbei bemerkt. Da kann ich nur eine Tür. Die Tür hat 500 Lebenspunkte. Die hat überhaupt einen Lebenspunkte-Balken. Kann ich hier einfach reingehen? Kann ich, okay. Ich könnte den kaputten Quellenhalsring klauen. Nein, das ist dieser Halsring offenbar nur ein gewöhnlicher Metallring. Er blutet die Quelle nicht mehr. Gedichteband. Den kann ich mitnehmen. Was hat Waters zu sagen? Grässlicher Anblick, nicht wahr? Ich kann nicht fassen, dass das unter unserem Schutz passiert ist. Wir hatten riesen Glück, dass kein leeren Wächter der Quelle gefolgt ist, die das hier getan hat. Sie empfinden, dass sie nicht beschützt und eingekerkert hat. Fragen, warum sich Name der Verbrechensschuppe zerreißt. Ich müsste doch auch verdächtigen. Ja, genau. Sie blickt mit einem freudlosen Lächeln zu dir auf. Ich hatte Dienst in eurer Kammer, als der Mord geschah. Ihr habt die ganze Zeit geschlafen, habt euch nicht mehr gerührt. Ihr seid einer der zweifellosen Unschuldigen auf diesem Schiff. Sofern ihr nicht im Schlaf morden könnt, versteht sich. Die Achsen zucken und sagen, dass ihr euch nochmal. Ihr sagt, dass es ein Trick ist, den ihr fragt, ob ihr auch eure Mitmagister, das könnte einer von ihnen gewesen sein. Ja. Finn wurde von Quellenmagie getötet. Wenn Magister sowas könnten, wären sie keine Magister. Sieht aus, als wäre es noch anderen Passagieren gelungen, ihren Halsring loszuwerden. Und die übrigen, nun, ihr seht die Beweise vor euch. Hört mal, ich könnte jemanden gebrauchen, der sich unter den Passagieren umhört. Uniformen schüchtern sie manchmal ein. Bringt mir eine gute Spur, dann ist eine hübsche Belohnung drin für euch. Was sagt ihr? Wie wäre es, wenn ich den Ring abkriege? Sagen, dass ich keine Beste bist. Lachen, glaube ich, das ist ein bisschen meine. Tja, das ist ja. Können ja erstmal mitspielen. Ich bin ja in jedem Spiel eigentlich per se immer böse, insofern geht das nicht. Denken Sie, das ist. Sie sagen, dass dein Preis deutlich höher liegt? Nein, nicht hier drin. Lasst mich wissen, wenn ihr was hört. Wenn man es getan hast, ist gefährlich. Interessiert mich das? Aufgewühlte Wasser. So. Gedichtband. Eine Dame aus Treibholz, die tat mich betören. Sie wollte mich küssen, mein Gebet erhören. Ich nahm an, doch wurde ganz fahl, denn sie war eine Spinne und ich ihr Mal. Als es vorbei war und sie leckte die Lippen, erhob ich mich, doch war kurz vom Kippen. Sie bedankte sich und ging sodann. Mein Gebet wurde erhört, doch ich schwoll noch an. Das ist irgendwie bitter. So, den kaputten Quellenhalsring, den kann man wahrscheinlich auch nicht viel holen. Noch einer nach dem Muster geflossen, das kann ich. Tja, das Blut ist nach dem Muster geflossen, sehr schön. So, soll ich nach oben? Was soll ich machen? Also, ich möchte wissen, was ich machen soll, damit ich weiß, was ich stattdessen mache. Ein Goldstück als Belohnung. Oh, wow. Schlafsack?
Du hast deinen Schlafsack mitgenommen. Nutze ihn, um auszureden und deine Gruppe zu heilen. Ach ja. Also man kann jetzt ganz klassisch als Gruppe rasten. Ich muss Glücksfund leveln, fällt mir gerade so ein. Sibylle? Ach, da sind die anderen Charaktere, die man sonst noch haben könnte. Die Story haben. Okay, das ist... Ich ahne, dass die Quellenmagie-Geschichte nicht ewig hält. Was? Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss mal drehen die Kamera in die Küche. Was? Was ist denn hier die Küche? Was soll denn hier die Küche sein? Ist hier wohl eine Küche? Ist das eine Küche? Nee. Hier ist keine Küche. Wenn wir jetzt mit Sibylle reden, sind wir wahrscheinlich die nächsten 200 Jahre nicht fertig, oder? Erzähl. Eine Elfe hockt in einem dunklen Winkel und spielt müßig mit Würfeln auf einem Fass. Sie klingt wie das trockene Kichern einer Hexe. Schlangenauge. Sie kichert. Sie sehen, so sehen sie bestimmt aus. Laut überlegen, was sie macht. Ja. Ich würfle. Schicksal entscheiden. Die Stirn runzeln, wessen Schicksal entscheidet sie. Keine Sorge, Schätzchen. Eures ist es nicht. Sie mustert dich mit einem leisen Anflug eines schüchternen Lächelns. Man sollte aber niemals nie sagen. Wenn sie Schicksale mit Würfeln besiegeln kann, kann sie denn auch aus Rinderdärm die Zukunft lesen? Sie beäugt dich misstrauisch. Die Zukunft nicht, aber die Vergangenheit kann ich dem Fleisch entnehmen, genau wie ihr. Ich bin sogar recht gut darin. Ich könnte euch am Arm lecken und euch sagen, wie ihr die letzte Nacht verbracht habt. Soll ich? Wieso eigentlich nicht? Den Arm ausstrecken. Sie leckt deinen Arm professionell ab wie eine Katze, die dich putzt. Ihr wart mit mehreren Quellenmagiern im Keller. Als alle schliefen, lagt ihr wach und ihr habt an jemanden zu Hause gedacht. Jemand ganz Besonderen. Ihr habt in Erinnerung an euch beide zusammen geschwelgt. Bestimmt zum Bodenschweigen, das hatte ich ganz vergessen, mit großen Augen zu geben, dass das 100% stimmt. Sie anfahren, sie hat keine Ahnung, was von sie redet. Ja, große Augen zugeben. Natürlich, die Wahrheit ist gleich an der Oberfläche. Vielleicht etwas tiefer. Nicht alle Elfen sind in dieser Kunst so bewandert wie ich. Aber keine Sorge, Schätzchen. Euer Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Meine Lippen bleiben dieses Mal versiegelt. Ob ich diese Bilder wirklich dauerhaft so vorlesen muss? Oder ich nehme die einfach nicht mit. Ich bereue es jetzt schon, die angefangen haben, so vorzulesen. Ist da hinten eine Tür vor der Küche? Kinder? Pauli? Meine Mutter mag Elfen nicht, aber ich habe ein Geheimnis. Wenn ich groß bin, will ich Elf werden. Sie werden sich schon daran gewöhnen. Was? Sandy? Kennt ihr Lose? Sie sind wirklich toll. Ich singe aber noch besser. Hört mal. La 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 la. Ja. Ah, das seid ihr. Geliebte Gattin. Was? Würdet ihr bitte diesen höchst charmanten, gar nicht rotzlöffligen Kinderhaufen mitteilen, dass ich durchaus nicht diese Lose bin und ich singe auch nicht. Das ist ein schrecklicher Allergieanfall. Ach so, das ist der Gestaltwandler, oder? Mitspielen und der Grinsen an den Armen. Die Kinder sagen, dass sie sich gehört haben müssen. Die Kinder haben, wer ist Lose? Ja, ja. Die Haufen dreckiger Kinder finden, dass sie dir durchaus etwas rotzlöfflich vorkommen. Ah, sie sind gar nicht so schlimm. Jedenfalls nicht im Umgang mit mir, Madame. Madame Josephine Gribel de Pep. Mit der gebührenden Hochachtung. Die Kinder brechen Gekicher aus. Was? Was denn so lustig? Ihre verkniffenen Gesichter löst sich, die Grinsbreiten scheucht lachend die Kinder weg. Gut, na schön. Ihr habt mich erkannt. Habt Geduld. Dann singe ich euch vielleicht etwas vor, wenn ich soweit bin. Sie wenden sich zu dir. Dunkle Augen und schmutzige Haare und lächeln ausdruckslos. Man muss sich ja irgendwie die Zeit vertreiben, nicht wahr? Sagen, dass das stimmt. Die Handschütteln losen nimmst du an. Fragen, ob sie keine Gefährten in ihrem Alter finden könnte. Ist ja nicht mehr... Tja, moin. Hm? Ganz recht. Fragen Sie sich über den Mord, der sich am Bordereignis hat. Ja, ihr könnt ja sagen, dass ich mit dir zusammen umsehen soll. Ich könnte gemeinsam auf ihn aufpassen, ob das klappt. Danke, aber ich gehöre schon zu einer sehr exklusiven Schiffsclub. Wir spielen jeden Tag nach dem Mittagessen Ball. Ihr seid sehr zu schwächtig dafür. Aber passt nur gut auf euch auch. Fragen Sie mal den Mord. Nein! Und ich will nichts darüber wissen. Nicht wissen ist Glück. Je mehr, desto besser. Verschwinden. Plötzlich verfinstern ihre Augen sich zu einem unnatürlichen Schwarz. Graue Adern durchziehen ihr Gesicht und ihr Mund verzerrt sich zu einem grausamen Lächeln. Die Wolken verziehen sich so schnell, wie sie gekommen sind. Sie lächelt, als wäre nichts geschehen. Viel Glück, Häuptling. Häuptling? Warum Häuptling? Ja, die haben alle diese lustigen Halsketten. Ach, guck mal, das sind die anderen kleinen Bestie. Der Typ heißt direkt Bestie. Ich dachte, das wäre erst nur bezeichnend gewesen. Na gut. Habt ihr die Leiche gesehen? Sie soll euch ein Stück essen lassen. Vielleicht erfahrt ihr, wer der Mörder ist. Das könnte tatsächlich funktionieren, ne? Ein stämmiger Zwerg sitzt aufrecht auf der Bank. Die Augen geschlossen, die Hände mit den Handflächen nach oben auf den Knien. Sein Bart ist eine Kaskade feiner Zöpfe, in denen zahlreiche goldene Medaillons geflochten sind. Wir gehen nicht, weil ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr hebt eine Augenbraue, als du dich näherst. Öffne die Augen aber nicht.
Hört hin, Mädchen. Hört ihr das? Mädchen sein, dass wir sich ja, wie ein Kind. Ich frage, was das denn hören soll. Dann anliegen zur Seite wischen, die fragen, was wir mit dem Wort. Das ist. Sehe ich leider gerade den Dialog mit dir zwischen nebenbei nicht. Warum haben die eigentlich alle Mannarbeiten, die Typen? Die anderen Charaktere nicht? Und fragen, was du hören sollst. Das Schiff natürlich! Still sein, das Geräusch des Schiffes lauschen. Eine Welle von Geräuschen überspült dich, das unverständliche Geschwatz der Mitfahrenden, das Knarren im Boden und Decken und das Donnern, Brechen und Rauschen der Wellen um dich herum. Es klingt, als würde das Meer sich beschweren. Und? Ich sagen, das Schiff stöhnt wie ein Kranker, sagen, dass es mehr zornig klingt, als würde es das Schiff zum Kentern bringen. Kannst du sehen? Boah, das Meer klingt zornig, das klingt gut. Legt den Kopf schief und horcht. Das ist kein Zorn, es ist. Er lauscht zur anderen Seite hin und lächelt dann. Erwartung. Sie spürt etwas. An deiner Stelle würde ich mich auf das gefasst machen, Kumpel. Ist das alles, was ihr hören könnt? Hört genau hin. Die Augen schließen, versuchen die Umgebungsgeräusche auszublenden. Die Frage, okay. Also, macht's genau so. Aha. Er reißt die Augen auf und sieht plötzlich sehr froh aus. Er haut dir eine große Pranke auf den Rücken und fängt dich mit den anderen an, als du das Gleichgewicht verlierst. Da, ihr habt es gehört, nicht wahr? Ich wusste es. Ich wusste es. Ach, das sind gute Neuigkeiten, Mädchen. Gute Neuigkeiten. In Fragen, warum man sich so aufregt, das waren doch noch Ratten. Ja, waren nur Ratten. Nein, ihr wundervoller Idiot. Das war keine Ratte. Es war das Rad. Das quietscht jedes Mal, wenn der Steuermann es im Uhrzeigersinn dreht. Wir fahren also nach Osten. Da flammt mir einer der Bart ab. Das heißt ja, wenn nur, ja, nur 10,34 Seemeilen zur Freudenfeste gefahren sind. Ihm sagen, dass er nicht so über einen herrlichen Bart reden soll? Soll ihm sagen, dass er nicht so über seinen herrlichen Bart reden? Oh Mann. Warum freut er sich so auf die Freudenfeste? Nein, in der Tat nicht, Mädchen. Aber sie ist ja nicht beim Ziel. Der Zwerg lehnt sich zurück und streicht sich über den Bart, wobei seine Goldmedaillons lustig klingeln. Er rollt mit den Augen und sieht dich dann an. Das wäre alles. Viel Glück, danke auch, Mädchen. Morgen eben hören wir, wenn ihr eine Flamme wird zu ihnen sehen. Nicht sagen, sondern ihn gründlich ansehen. Vielleicht wird sie ihn auch heute nochmal wiederfinden. Das dann gehen, ja. Gründlich ansehen also. So, Gil hat nichts zu sagen. Diese Magister sind überall. Okay, warte. Ob ich mal versuchen soll, an der Leiche zu nagen? Nein, obwohl ist ja bestimmt auch die Küche. Der rote Prinz. Oha. Hier schon, ich werde hier eine sehr dunkle. Oh, ein Schaf, ich hab leider. Nee. Ich muss einen Charakter finden, der Tier freuen kann. Das ist ganz tolle wichtig. So, ich kann aber mit der Leiche nicht. Da kann ich sie irgendwie rausschicken. Also, habt ihr was Interessantes für mich? Ich nach der Definition von interessant fragen. Ich nehme das mal als Nein. Ende. Elfenkönigliedern war wahrscheinlich eine Erinnerung der Personen, an die sie einst gehörten. Jo. Als du das Fleisch des Toten schluckst, spürst du, wie sein Bewusstsein in dich gelangt. Jetzt sind seine Erinnerungen deine. Du bist Finn. Dein Herz ist schwer. Du weißt zu viel. Es ist alles zu viel. Du bist ihm begegnet. Ein helles Licht blendet dich und wird dann schwächer. Du fühlst eine enorme Macht in den Händen, die allerdings so sehr erzittert, dass du sie kaum gebrauchen kannst. Plötzlich bist du genau auf diesem Schiff. Mit umschlungenen Knien hockst du in einer Ecke. Eine Gestalt nähert sich. Eine ältere Frau. Sie hat freundliche Augen. Sie kommt näher und sagt, dass sie reden will. Sie streckt dir eine Hand aus. Du ergreifst sie. Die Erinnerung enden. Du bist nicht mehr Finn. Mit einem Ruck kehrst du zu dir selbst zurück. Hallo, Fekanut. Haha, neue Fähigkeit Adrenalin. Kann ich das immer machen? Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Du hörst sofort zu Aktion, was ich jetzt weiß, wo es in der nächsten Runde Aktion das Maximum hinausgehen verloren. Nicht auswendig gelernt, kann nur im Kampf gewirkt werden. Erfolgt Gauner. Achso, gut, das werde ich noch nie können. Gut, ich habe anscheinend gerade eine. Einfach nur, weil ich eine Leiche. Das müsste aber. Das müsste ganz schön kaskadieren, oder? Wenn ich das jetzt. Wenn ich jetzt immer anfange. Wenn ich jetzt alle möglichen. Wenn ich jetzt anfange, lauter Leute aufzufressen? Das kann ja nicht gut enden, oder? Wie viele Erinnerungen soll ich denn da sammeln? Name! Ihn fragen, was er wissen will. Was? Der göttliche Orden will es wissen. Ihm deinen Namen sagen. Nun, ihr steht nicht auf meiner Liste. Verduftet, ja? Wir versuchen hier einen Mörder zu fangen. Hat er was im Angebot? Nicht wirklich, ich könnte ihn einen Schlafsack verkaufen. Er hat auch noch ein bisschen Geld. Ja, okay, schon da noch. Ihn auch noch, Sir. Ich könnte noch mehr Schlafsäcke klauen.
Das Schiff, die ganze Schiffssituation ist ein bisschen komisch. Wir werden hier mehr oder weniger frei gehalten. Ja, das ist der Mord, die Majestät. Vielleicht sind die Magister deswegen besorgter, besorgter als wegen des Essens. Ach so, hier ist die Küche wahrscheinlich, oder? Der rote Prinz. Sian, wen haben wir hier? Ein neues Gesicht in diesen Eierlei. Lasst mal sehen, ob er euch eignet. Der Echsenmann mustert dich von oben bis nach unten, wie einen schmucken Gaul. Plötzlich packt er dich fest beim Kinn und will deine Zähne inspizieren. Mit dem Laune halten, mal sehen, was er dort vorführt. Durch zusammengewissen Zähne murmeln und fragen, was er da tut. Ach, wir gucken mal, was er da macht. Hm, ein bisschen verfärbt, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Was will man auf so einer Nussschale auch an Qualität erwarten? Nun dann, zum Geschäft. Ihr werdet mir drei Fragen beantworten. Hier ist die erste. Könnt ihr kochen? Lachen sein, dass du kaum Spaß für verstecken. Ihr sagen, dass du deine vermeidete Frage nicht beantworten kannst. Gehen. Ich kann bestimmt total gut kochen, wenn ich vorher ein Buch lese. Kochen ist dein Ding. Ah, genau das Richtige für meinen geplagten Magen. Zur zweiten Frage. Könnt ihr stricken, weben, schneidern? Gewiss, ihm sagen, dass du mit einem Stückchen Santon jeden Zottel in einen Baron verwenden kannst. Ein Daumen durch eins der Löcher in den Kleider stecken und loben, wie sie einen im Sommer kühl halten. Ja, ich sehe schon an euren Sack- oder Hemd-Herumtreiber-Stil, dass ich mir keine Hoffnung zu machen brauche. Nun dann, zu meiner abschließenden Frage. Vermögt ihr euch, eure gepflegten Äußeres zuzulegen und beizubehalten? Ich wünsche die hohe Kunst der Kosmetik. Sagen, dass du einen gewissen persönlichen Stolz hast. Du bist mit Kämmern, Pudern, Parfüms von auf du und du. Dich am Kind kratzen, die sagen, dass du dich zu erinnern versuchst, wenn du zuletzt gebart hast. Welchen Monat haben wir jetzt? Ja, ich bin total gut im Schminken. Die notwendigsten Grundlagen also. Immerhin ein Anfang. So, drei Fragen gestellt, drei Fragen beantwortet. Kommen wir zum Ergebnis. Nach eigener Aussage könnt ihr kochen und euch fliegen. Habt ihr doch den Stil eines Affen im Nachenkostüm. Nun, in der Not schmeckt jedes Brot. Ich biete euch also meinen aufrichtigen Glückwunsch. Ab sofort seid ihr mein Sklave. Was? sagen, dass du gerne eine kleben würdest. Ein verständnisloses Anstarren. Mein Sklave natürlich. Ah, ich verstehe. Gewiss dauert es eine Weile, bis ihr das volle Ausmaß dieser Ehre begriffen habt. Nun, ihr dürft mich vorerst verlassen. Wir gehen eure Pflichten durch, wenn wir den Freudenfest erreicht haben. Nun, husch, husch. Lol. Namia? Mein Leben habe ich damit verbracht, nach meinen Sklaven zu singen, damit dass sie mir auftischen. Und zwar was Besseres als Wurzeln und Rüben. Die Magister erfreuen sich gleich hinter der Wand zu ihm eines Honigbratens. Wie ein würdigen. Das ist also der rote Prinz. Die Tür hier? Achso, die fettige Tür? Meine Vorstellung. Ja, gut, kann ich nicht. Warum auch immer diese Tür fettig ist. Der? Was habe ich gerade gesagt? Der? Ja. Der rote Prinz. Ja, ja. Der ist Teil seines Namens. Das scharfe Tier, das Tier sprechen kann ich leider nicht. Also, wir suchen eine ältere Dame. Ich habe übrigens schön, dass die Lukas blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Na, großartig. Achso, das Ding ist ja gesperrt hier. Ich kann den Schlafsack, glaube ich, ganz nach hinten packen. Den werde ich wohl nicht brauchen. Grinsender Schädel. Ping? Achso! Ach, das ist ja witzig. Also, wenn ich jetzt nicht alleine spielen würde, könnte ich andere Spieler pingen. Na gut, dann versuchen wir mal das Rätsel in der nächsten Folge zu lösen.